Wir sind fast in den Schattenlanden. Es riecht nach... Was ist das? Der ganze Wald lebt. Keine Diskussion. Nur wenn wir Kashyyyk verlassen, können wir überleben. Ich lasse die Wookies nicht im Stich. Ich nehme alle Kämpfer mit, die bleiben wollen. Dann werden sie zurückgelassen. Truppen abrücken! Los. Wir werden Tafuul finden. Hey, BD! Grease flippt bestimmt aus. Dieser Ort hat was Magisches. Er ist heilig für sie. Komm schon, auf! Oh, schön. Gib dir mehr Mühe!
Einstellung halten. An alle! Rückzug! Wir geben euch Deckung! Hast du so einen Ort schon mal gesehen? Ich auch nicht. War wirklich was drin. Die Bäume. Ich spüre die Macht hier überall. Da sollen wir Tarful treffen. Hm?
schön, dass du da bist. Das ist Häuptling Tarful. Ich habe eine Mission von Meister Cordova. Er hat nach einem Sepho-Artefakt gesucht. Es könnte die Jedi-Ritter retten. Cordova fand Weisheit im Wipfel des Ursprungsbaums. Suche dort nach Antworten. Er ist riesig. Wo soll ich überhaupt anfangen? Vielleicht findest du über die Wurzeln einen Weg nach oben. Aber die sind unter Wasser. Nimm das Atemgerät. Danke. Was werdet ihr jetzt tun? Das Einzige, was wir können. Weiterkämpfen. Viel Glück. Vielleicht bis bald. Wookie hat den Verlust seines Ältesten. Ah!
Nicht mal Tafol konnte sie ewig fernhalten. Sie werden erst aufhören, wenn alle ausgelöscht sind. Bei den Dingern kriege ich Gänsehaut. Lehn dich mal nicht so weit aus dem Fenster. Hey, BD, sieh's dir mal an. Was ist das, BD? Ich empfange die Position des Wookiee-Generals. Wäre das Imperium auf Kashyyyk auch so hartnäckig, wenn wir nicht eingegriffen hätten? Die Jedi sollen Symbole der Hoffnung sein, aber ich habe die Inquisition hergeführt. Marie und Tafol bauen auf mich. Habe ich sie schon wieder gefährdet? Erst schwer zu verfolgen!
sind nur noch wir beide übrig. Gut gemacht. Was ist das? Eine Baraka-Schrottratte spielt Jedi. Ich hab dem Großinquisitor gesagt, du wärst nicht so dumm, hier wieder aufzutauchen. Schon gar nicht, nachdem wir den Widerstand ausgelöscht hatten. Ich irre mich gerne. Was ist das für ein Ding? Die Neunte schmeckt nicht. Andererseits hört sie die Übertragungen ab. Soll sich selbst rausfinden.